Damit es in der Industrie läuft wie geschmiert, braucht diese den richtigen Dienstleister und Partner an der Seite. Heute gilt hier neue Führung, neue Strukturen, alte Werte. Und diesen Job übernimmt Altrad Germany seit 1985 in den Gewerken Rohrleitungsbau, Industrieisolierung und Gerüstbau. Dabei agiert die Altrad Industrial Services GmbH in den Gewerken Gerüstbau und Isolierung. Die Gesellschaften Altrad Projects and Maintenance GmbH und Altrad Kiel Industrial Services GmbH bedienen die Gewerke Mechanik und Rohr. Was das genau heißt, erfahren wir heute. Das ist Altrad Germany, der Key Player im industriellen Dienstleistungssektor. Die Altrad ist ein klassischer Rohrleitungsbauer, ist tätig in der chemischen Industrie, Kraftwerksbereich und ist fokussiert auf den Instandhaltungsarbeiten in diesem Bereich. Hier in Deutschland haben wir den Rohrleitungsbau, die klassische Industrieisolierung und den Gerüstbau. Der Rohrleitungsbauer fertigt die Rohrleitung an und verlegt die. Der Isolierer, der wird die anschließend dann gegen Wärmeverlust oder aber auch Kälteverlust schützen. Und der Gerüstbauer, der sorgt dafür, dass der Zugang zu den entsprechenden Rohrleitungapparatebehältern geschaffen wird, dass man auch in Höhe, wo normalerweise kein Zugang besteht, arbeiten kann. Vorher haben wir halt mehrere Standorte gehabt. Wir haben uns auch getroffen, telefoniert, aber wir sind nicht so häufig zusammengekommen. Die Wege waren einfach länger. Das erhoffe ich mir persönlich, dass wir durch diese Zusammenlegung jetzt hier einen ganz großen Fortschritt in der Kommunikation machen. Also an oberster Stelle steht bei mir der Teamgeist. Wir haben verschiedene Mentalitäten, verschiedene Gewerke und nur wenn wir die in Teamarbeit zusammenbringen, werden wir gemeinsam Erfolg haben und auch für unsere Kunden alle unsere Fähigkeiten ausspielen können. Deswegen sehe ich das als wichtigste Aufgabe, alle Leute unter einen Hut zu kriegen. Wir sind ja immer mehr zu einem Unternehmen geworden, das nicht mehr nur noch auf Anforderung ausführt, als klassisches ausführender Dienstleister oder Handwerksunternehmer, sondern mittlerweile kommt der Kunde zu uns und möchte schon komplette Lösungen haben, damit er auch da eine gewisse Entlastung erfährt für sich selber und wir übernehmen diese Arbeiten auch. Das heißt, wir gehen auch mit in die Planung, erstellen gemeinsam eine Planung oder präsentieren schon eine Planung für Abläufe, Termine und auch natürlich technische Lösungen, weil wir natürlich als Fachunternehmen auch das technische Know-how haben. An allererster Stelle steht das sichere Arbeiten. Ganz klare Leitlinien, ganz klare Ansagen, sowohl kundenseits als auch vom Gesetzgeber ganz klare Anforderungen. Bei uns kann man wirklich davon sprechen, dass wir eine Sicherheitskultur haben, dass jeder Mitarbeiter jederzeit das entsprechende Equipment zur Verfügung gestellt bekommt, die entsprechenden Schulungen stattfinden und das gewährleisten wir. Wir haben insgesamt 35 Montagestandorte in Deutschland. An diesen Montagestandorten bedienen wir jeweils verschiedenste Kunden, teilweise nur einen Kunden, teilweise 8 oder 9 Kunden von einem Standort. Im Wesentlichen kann man sagen, es bezieht sich auf die chemische, petrochemische und Prozessindustrie. Wir sind im Dienstleistungssektor, das heißt, der Kunde wendet sich eigentlich an uns, wenn er Probleme gelöst haben möchte, die er selbst bisweilen nicht an den Tag bringen kann. Wir sind in einer Zeit, wir haben ein sehr zyklisches Geschäft. Das bedeutet, dass wir entsprechend die Personalressourcen so aufstocken und so viele Mitarbeiter an den Start in die Anlagen bringen, dass wir die entsprechenden Herausforderungen ableisten können. Alles unter der Beachtung der Sicherheit. Der Trend ist es ja, sehe ich ja bei meinen eigenen Kindern auch, dass nach Möglichkeit alle studieren wollen, irgendeinen akademischen Grad erreichen wollen. Wir aber natürlich eine große Anzahl an qualifizierten Facharbeitern brauchen. Deshalb investieren wir da auch in die Ausbildung junger Menschen mit Kampagnen. Was wir zusätzlich jetzt machen, oder nicht jetzt machen, schon auch seit geraumer Zeit, ist, dass wir vorhandene Mitarbeiter aus- und weiterbilden, um da auch dann andere Ebenen mit zu erreichen für unsere Mitarbeiter und denen auch eine Chance zum Aufstieg zu geben. Im Bereich Handwerk habe ich eigentlich viel Sicherheit, weil das wird auch in 10 Jahren noch kein Roboter machen können, weil es sehr individuell ist. In der Branche ist es letztlich so, dass sie, wenn sie gut sind, also in dem, was sie tun, als Schweißer oder als Schlosser wirklich gut sind, können sie es weit bringen, bis zum Vorarbeiter, Bauleiter, Standortleiter. Das heißt, die Karrieremöglichkeit ist tatsächlich da.
Ich möchte immer, dass die Leute mit teilhaben an jeder Entscheidung und ja, dass man halt gemeinsam Dinge beschließt und vorantreibt. Derzeit ist es so, dass wir auf vielen Standorten in Deutschland unsere Disziplinen einzeln anbieten. Und Ziel ist es, dass wir alle unsere Disziplinen, alle unsere Gewerke, die wir anbieten, auf einen Standort bündeln können und das möglichst auf ganz vielen Standorten in Deutschland, um halt als multidisziplinäre Anbieter uns einen Namen zu machen.